Die Therapie beim metastasierten Rektumkarzinom. Bei Fernmetastasen ist die Systemtherapie im Vordergrund. Meistens wird auch der Rektumtumor selber operiert, da er auch Probleme machen kann mit Symptomen, mit Blutungen und mit Stenosen. Bei sehr vielen Fernmetastasen kann man jedoch auch nur eine Systemtherapie machen, was in der Klinik aber eher selten ist. Die häufigsten Metastasen sind Lebermetastasen und Lungenmetastasen. Lebermetastasen treten im Verlauf der Erkrankung bei der Hälfte der Patienten auf. 20% der Patienten haben eine synchrone Lebermetastasierung, das heißt schon gleich am Anfang der Erkrankung festgestellt. 30% der Patienten entwickeln metachrone Metastasen, das heißt später. Lebermetastasen sind eine der ersten Metastasen, von denen wir wussten, dass wir sie heilen können. Generell ist, wenn man 1 bis 2 Lebermetastasen hat, das 5-Jahres-Überleben etwa bei 30 bis 50%. Das heißt, die Prognose ist noch relativ gut. Die erste Therapie der Wahl ist die Resektion der Lebermetastasen. Werden diese Metastasen in einer einseitigen Sitzung zusammen mit dem Primärtumor operiert, kann man mindestens bis zu 10% Heilung, wenn nicht mehr, erreichen. Das heißt, diese Patienten sind trotz einer Fernmetastasierung kurabel. Sind die Lebermetastasen inoperabel, gibt es verschiedene lokale ablative Verfahren, die man verwenden kann. Einmal die Stereotaxie, entweder eine Einzeitstereotaxie oder eine fraktionierte Stereotaxie. Man kann aber auch eine Brachytherapie durchführen. Weitere Methoden sind Thermoablation, zum Beispiel die RFA oder die MWA, Kryotherapie oder die IRE. Liegen disseminierte Lebermetastasen vor, sind natürlich lokale Verfahren, die jede Metastase einzeln behandeln, nicht sehr effektiv, da würde man eine SIRT verwenden. Lungenmetastasen haben bei wenigen Metastasen eine ähnliche Prognose nach 5 Jahren wie Lebermetastasen. Auch bei diesen ist die erste Therapieoption aktuell noch die Resektion. Weitere Optionen sind Stereotaxie, wieder einseitig oder fraktioniert, oder die Thermoablation.